Die Euro-Finanzminister beraten über die Griechenland-Krise. Wenn Sie sich jetzt denken, dass Sie das gerade erst gehört haben, dann haben Sie recht. Genau heute vor einer Woche, also am 18. Juni, haben Sie sich getroffen. Dann wieder am Montag, den 22., gestern Abend, am 24. und eben heute. Und weil das alles nichts gebracht hat, wird es am Samstag zur vierten Sondersitzung in dieser Woche kommen. Was immer gleich bleibt, ist die Tatsache, dass die Zeit knapp wird und tatsächlich immer noch knapper. Aus Brüssel, Ernst Kernmeier. Verständigungsprobleme in Brüssel. Was der griechische Premier beim EU-Gipfel zu sagen hat, stößt auf Erstaunen, so nah vor der Pleite und doch nur oft Gehörtes. Nach unseren umfassenden Vorschlägen bin ich zuversichtlich, dass wir einen Kompromiss zur Überwindung der Krise erreichen. An manchen Stellen hat man den Eindruck sogar, dass wir ein bisschen zurückfallen. Rückblende auf die letzten 36 Stunden. Ein Krisentreffen jagt das andere. Der griechische Premier mit den Geldgebern, dann wieder die Euro-Finanzminister. Ohne Ergebnis. Das Auslaufen der Kredithilfe und damit die mögliche Pleite rücken näher. Es ist allerdings wirklich aus meiner Sicht verwunderlich, wie sorglos die griechische Regierung mit ihrem Land umgeht, uns hier hinauszuzögern und ständig mit neuen Wünschen zu kommen. Die Tür steht offen für Griechenland, neue Vorschläge zu machen oder zu akzeptieren, was auf dem Tisch liegt. Auf dem Tisch liegt derzeit ein Vorschlag der Geldgeber, der eigentlich als das letzte Angebot gemeint war. Mehrwertsteuererhöhungen und eine Pensionsreform ohne Aufschub sind darin vorgesehen. Die Regierung in Athen hat noch schnell mit eigenen Plänen gekontert. Es gibt griechische Vorschläge, es gibt Vorschläge der Institutionen. Unter vernünftigen Menschen müsste es eigentlich relativ zügig zu Übereinkünften kommen. Tsipras will aber auch eine Garantie zur Umschuldung. Unterstützung erhält er öffentlich nur von einer Seite. Welcher Investor soll Euros in die Hand nehmen und investieren in einem Land, wenn er nicht weiß, ob er das mit Euros die nächsten 3, 4, 5 Jahre zurückverdienen kann? Also ich glaube, dass dieses Thema Schuldentragfähigkeit auch noch zu beschließen ist. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben das Thema Griechenland heute schnell abgehakt. Sie überlassen den Platz im Brüsseler Ratsgebäude dafür lieber wieder ihren Finanzministern. Nächsten Samstag gibt's die nächste und dann tatsächlich wohl letzte Chance auf eine Einigung.